Aufatmen, Johnny Depp Soniak, 16, getunt haute x 27 Semikolon ist langsam besser. Wie erleichtert müssen sich seine Eltern da fühlen, Jack Depp, 16, scheint es wieder besser zu gehen. Der Sohn von Sängerin Vanessa Paradis, 45, und Hollywood-Star Johnny Depp, 55, gerät eher selten in den Fokus der Öffentlichkeit im Gegensatz zu seiner Modelschwester Lily Rose, 19, hält sich der Teenboy lieber abseits des Rummels auf. Umso beunruhigender schien da die Nachricht, er sei ernst erkrankt. Jetzt gibt es ein Gesundheitsupdate des Starsprosses, geht es wieder besser. Gegenüber Peopleferiten Augenzeugen, den 16-Jährigen unterwegs gesichtet zu haben. Während er nach seiner Ankunft offenbar noch recht angeschlagen gewirkt habe, besserte sich sein Zustand augenscheinlich nach kurzer Zeit, mit einer Freundin sei in der Nähe der Wohnung seiner Mutter in Paris unterwegs gewesen und habe wesentlich besser ausgesehen. Was genau den Teenager plagt, ist aktuell nicht bekannt. Anfang der Woche schienen Sorgen um noch berechtigt. So hatte Jan González, der Regisseur von neuem Streifen, die Abwesenheit der Schauspielerin bei der Premiere wie folgt entschuldigt: Leider kann sie heute Abend nicht bei uns sein. Sie musste fernbleiben wegen ernster gesundheitlicher Probleme ihres Sohnes. Die Eltern des Jungen meldeten sich bislang noch nicht selbst zu Wort.